Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem heutigen Update über den morgigen Männertag, Christi Himmelfahrt, Vatertag, wie auch immer, in Bezug auf eine detailliertere Wettervorhersage. Und natürlich wollen wir auch mal schauen, ob denn wirklich endlich mal Regen, also nachhaltig Regen, kommt, beziehungsweise ob die Modelle das simulieren. Wir steigen ein mit den aktuellen Radarfilmen hier, beziehungsweise Satellitenfilmen. Wir erkennen hier eine schleifende Front, so von Bayern her bis über Sachsen, die vor allen Dingen dann jetzt nach Nordosten hinwegzieht, aber eben dann auch ein paar Niederschläge gebracht hat und vor allen Dingen dann Bayern auch sehr nass geworden ist. Und vor allen Dingen auch dann der Osten von Sachsen in den letzten 48 Stunden relativ viel Regen abbekommen hat. Ach ja. Ja, jetzt haben wir hier die aktuelle Wetterlage. Da wollen wir direkt mal einsteigen. Die Großwetterlage gestaltet sich so, dass wir vor allen Dingen jetzt in der absehbaren Zeit ein eher Hochdruck geprägtes Gebiet südlich von den britischen Inseln haben, also quasi über der Biskaya ungefähr, und natürlich mit dieser antizyklonalen bzw. mit dem Uhrzeigersinn in Drehrichtung kommt natürlich dann eher aus Nordwesten unbeständiges und kühleres Wetter zu uns, bzw. die Witterung wird eher durchwachsener und wir erkennen, dass die Niederschlagssignale immer mehr zunehmen. Wirkt natürlich jetzt auf dem globalen Modell GFS hier sehr viel Regen oder wirkt so, als wäre es sehr viel Regen, aber ist ja leider Gottes nicht so. Das Raster ist zu grob. So viel wird am Ende nicht zusammenkommen. Ja. Zum morgigen Tag in Bezug auf die Bewölkung sieht es so aus: Wir starten hier oben mit der Timeline. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ihr das ja alle gut seht. Ja. Oben links habt ihr die Timeline. 4 UTC bedeutet im Prinzip 6 Uhr. Ja. Wir haben Sommerzeit, immer 2 Stunden draufgerechnet. Und dann ist es eben so, dass sich die Bewölkung dann eben von Nordwesten her verdichtet, aber dann auch durch die Sonneneinstrahlung im Tagesverlauf auflockert und eher so ein bisschen Quellbewölkung sich entwickelt. Und das ist eher dieses schuppige hier, dieses schuppige Raster, was ihr hier erkennt. Und so wird es sehr wahrscheinlich morgen den ganzen Tag sein, laut des neuesten Rechenlaufes von Icon D2, dem Regionalmodell der Deutschen. Und da erkennen wir eben, dass die Auflockerung dann eben erst gegen Abend kommt, und zwar in so einem Streifen von Bayern bis in die Mitte hinein. Aber im Norden kommt so eine kleine Kurzwelle rein und da wird auch ein bisschen Regen einsetzen. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Aber ansonsten wird es relativ freundlich, aber eben auch, wie soll man sagen, im Norden dann Richtung Abend auch ein kleines bisschen unbeständiger. Die aktuellen Berechnungen bezüglich der Niederschläge, ihr guckt wieder hier oben links, da habt ihr dann wieder die Timeline, ja. Und die sehen so aus, dass die ganze Geschichte morgen eigentlich relativ trocken vonstatten geht, was sehr, sehr gut ist, ja. Und erst gegen Abend dann, gegen 20, 21 Uhr aus Nordwesten her, dann Regen einsetzen wird, der dann über Mecklenburg-Vorpommern bis nach Berlin und auch nach Brandenburg Einzug erhält und dann bis zum Morgen des Freitags eben dann auch Sachsen erreichen wird. Ja, die Temperaturen gestalten sich so, dass wir morgen früh starten mit ungefähr so 11 bis 12 Grad in Sachsen, ja, dann im ganzen Flachland so um 13, gegebenenfalls auch 14 Grad. Hier unten, wo es aufklaren könnte, in Baden-Württemberg und Bayern, sind wir vielleicht sogar im einstelligen Plusbereich, aber ansonsten ist das alles recht vertretbar, für so einen Tag, wo man viele Ausflüge machen kann. Ja. Dann ist es halt so, dass die Temperaturen ansteigen und wir sehr wahrscheinlich, im Osten, am Oberrhein, am Niederrhein und vor allen Dingen dann auch so in Oberbayern und so weiter und so fort Richtung Bodensee, auch die 20-Grad-Marke knacken werden. Ja, also das wird eine relativ angenehme Geschichte. Ja, also 20, 21 Grad sind unterhalb von 200 Metern absolut möglich, oberhalb von 200 Metern dann ebenso, genau wie so ein bisschen ins Erzgebirge rein, Thüringer Wald, da sind es auch bis dann 17 oder auch 16 Grad Celsius. Aber ansonsten eine relativ angenehme, humane Geschichte. Achtung, die Taupunkte sind ein kleines bisschen geringer. Können wir uns gleich nochmal ganz kurz anschauen. Und dementsprechend wird eben auch das Gefühl des Wetters ein kleines bisschen kühler sein. Denn der Wind wird zulegen. Der Druckgradient in Bezug von Nord auf Süd wird straffer und dementsprechend können wir hier sehen, jetzt sind wir jetzt zum Beispiel schon bei 11 Uhr morgen, dass es verbreitet in einem Streifen nördlich der Mittelgebirge, verbreitet über 40, gegebenenfalls auch 50 Kilometer pro Stunde in Böen geben kann. Es wird also recht
riesig, sagen wir mal so, ja, aber südlich der Mittelgebirge sollte es eigentlich gehen und hier unten im Breisgau und in Bodenseenähe wird es relativ ruhig bleiben. Das wird nochmal richtig angenehmes Flair. Ja. Der Wind wird dann erst gegen Abend wieder ein bisschen nachlassen, ist ja ganz klar. Ja. Die Sonne, die strahlt nicht mehr ein und dementsprechend wird es dann auch dahingehend nachlassen. Ja. Arome, die Franzosen, die sehen die Windgeschwindigkeiten für heute nochmal gesehen und für morgen dann sehen wir auch, wie vor allen Dingen so ein Ost- bzw. Nord- Südgefälle eben ist, ja, da werden teilweise an der Küste bis zu 70 km/h erreicht, aber eben im Süden, ja, da ist es auch relativ windstill, wir haben bis 10, 20 km/h erreicht und wir erkennen dann eben, dass bis Nachmittag und Abend dann eben erst dieses Windfeld rauszieht, bis dann die Thermik eben, die ganze Sache wieder zum, also die fehlende Thermik dann eben wieder zum Einschlafen zwingen wird. Hier nochmal die Berechnungen in Bezug auf die Niederschläge für morgen. Ja, auch im Mehl deutet das so an, dass eine geringe Schaueraktivität vor allen Dingen dann morgen früh zu verzeichnen sein wird. Muss man ein bisschen gucken auf die Radare, aber das werden keine großen Regengüsse sehr wahrscheinlich werden. Ja. Und dementsprechend soll die ganze Geschichte ab einem Streifen vom Mittelgebirge bis ungefähr so, ja, südlich Berlin ungefähr, ja, bis Nordrhein-Westfalen oder so, nördliches Nordrhein-Westfalen, soll die ganze Geschichte durchweg trocken vonstatten gehen. Ja, bis dann eben am Abend, wie bereits eben schon beim Icon D2-Modell gesehen, die ganze Geschichte hier im Nordwesten dann immer nasser werden wird. Jetzt schauen wir uns die Gesamtniederschläge an, auf die ich eben schon eingegangen bin, mit den Prognosen bis zum 1. Juni. Ja, und das ist eben in 168 Stunden laut diesem Nullerlauf des ECMWF-Modells. Und da sehen wir, ja, viel ist leider Gottes nicht los. Am nassesten wird es an den Küsten mit 16, 17, vielleicht auch 20 Liter auf den Quadratmeter. Der Süden vielleicht hier am Alpenrand nochmal mit 20 Liter auf den Quadratmeter. Aber am trockensten wird es eben dann so, ja, in so Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz werden, ja, und dann ist es eben so, dass in Sachsen mal so 10 Liter fallen können, aber es ist alles nicht die Welt. Die Kanadier sehen es, ja, ähnlich, im Norden am nassesten um die 20 Liter auf den Quadratmeter punktuell, aber ansonsten verbreitet es um die 10 bis 15 Liter auf den Quadratmeter, dann wieder so ein trockener Spot, ja, in der Mitte, 1 bis 3 Liter auf den Quadratmeter, absolut nichts, ja, also kann man eigentlich schon ad acta legen. Die Deutschen mit dem Nullerlauf natürlich sehen das im EigenDSG-Modell so, dass ja es verbreitet ein bisschen nasser zu sein scheint oder werden wird. Ja. Hier oben wird sogar in Usedom oder Richtung Küste werden sogar um die 50 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Bin ich ein bisschen skeptisch, glaube ich eher nicht. Aber ansonsten, ja, so um die 10 bis 15 Liter auf den Quadratmeter. Aber mehr scheint da wahrscheinlich nicht herunterzukommen. Ja. UKMO EU, die Briten könnten wir uns noch zu Gemüte führen. Schauen wir uns auch mal die 168 Stunden an und die sehen es im Prinzip auch wieder so mit diesem Nord-Süd-Gefälle. Es ist leider Gottes kein großer Regen in Sicht. Ja, das muss man einfach sagen. Wie sieht es dann weiter aus? Der Trend, wie bereits eben schon erwähnt, mit einer Retrogradisierung, also sprich, das Hochdruckgebiet schiebt sich auf den Atlantik hinaus, ja. Die ganze Geschichte wird natürlich dann von Norden her immer wieder von Tiefdruckgebieten durchbrochen, wodurch dann eben hier eine Nordströmung zustande kommt und eben immer wieder, ja, unbeständiges Wetter durchbrechen kann. Niederschlagsreicher wird es wahrscheinlich werden, aber es ist eben so, dass ja, der Hochdruck auf dem Atlantik sehr wahrscheinlich dominieren wird und es verbreitet dann eben ja, ein bisschen kühler bleibt. Wenn wir uns jetzt nämlich mal die Ensembles anschauen, nochmal für Freiberg zum Beispiel, da können wir das nämlich auch erkennen, dass es tendenziell eher unterdurchschnittlich bleiben wird und ja, die 20-Grad-Marke danach sehr wahrscheinlich eben erstmal nicht mehr so zu sehen sein wird. Ja, also wir erkennen das hier. So, jetzt haben wir es nochmal, jetzt sieht man es noch ein bisschen besser. Ein bisschen reinschieben. Wir erkennen eben hier die verschiedenen Member, ja, des ECM, Quatsch, des GFS-Modells und das ist alles im Bund. Und der rote ist eben das 30-jährige Klimamittel und da können wir erkennen, dass es gerade hier in dieser Zeit von ungefähr so
ja, 28. oder sagen wir mal 27. Mai bis Ende Juni, Quatsch, Ende Mai, Anfang Juni dann eben eher unterdurchschnittlich sein wird, immer wieder mit Niederschlägen, was eben so viel bedeutet, dass es eben relativ ungemütlich werden wird. Was ich euch eben noch zeigen wollte, ist das mit den Taupunkten. Ja, wir können nochmal erkennen, dass es morgen eben von den Taupunkten her ja relativ kühl bleiben sollte, ja, denn immer das, umso trockener die Luft ist in Verbindung mit Wind, umso ja, kühler fühlt sich die ganze Geschichte an. Ja, also wir sehen das hier 7, 8, 9 Grad Taupunkt gerade mal, das hier oben sogar 5 Grad Taupunkt. Ja, also das mit dieser steifen Brise wird sich das morgen relativ kühl anfühlen. Ja, also Jacke auf jeden Fall nicht vergessen und dementsprechend auch ansonsten einen guten Durst haben. Ja, das sollte es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Männertag. Macht was Ordentliches draus. Wir hören uns. Glück auf, bis später und ciao.